wir starten jetzt mit einem Vortrag aus der Praxis und dafür haben wir Dr. Jörg Freihof und Martin Friedrichs-Mantei, die uns vorstellen, wie für die rote Liste der Fische erstmals Daten aus dem Monitoring nach EU-Wasserrahmenrichtlinien und FFH-Richtlinie zusammengetragen wurden. Und damit übergebe ich an Dr. Jörg Freihof. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die nette Einleitung. Also willkommen zu unserem Vortrag zur roten Liste Süßwasserfische, eine datenbasierte rote Liste. Und Sie ahnen auch schon, dass das irgendwie nicht ganz so einfach war. Mein Name ist Jörg Freihof. Ich bin seit 3 Jahren am Naturkundemuseum in Berlin. Naturkundemuseum kann ich Ihnen immer empfehlen, natürlich große Dinosaurier. Aber wir sind auch ein Leibniz-Institut, ein Forschungsinstitut und machen eigentlich wirklich viele coole Sachen. Unter anderem begleite ich auch die rote Liste der Süßwasserfische und Neunaugen jetzt auch schon etwas länger. Die roten Listen sind ja ein wichtiges Instrument zur Zustandsanalyse von Biodiversität und natürlich zur Prioritätensetzung im Naturschutz. Nach wie vor spielt das eine ganz große Rolle, obwohl das stark von der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinienliste überlagert wurde. Aber was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass diese Fauna-Flora-Habitat-Liste, die sogenannten FFH-Arten, da wird da sehr, sehr viel damit gemacht. Die sind in den wenigsten Fällen gefährdet. Die sind in den wenigsten Fällen international oder national, selten oder rückläufig. Und diese Liste wird auch aus politischen Gründen niemals abgedatet, sodass wir eigentlich mit einem total veralteten Instrument der Prioritätenfindung und der Biodiversitätsbewertung arbeiten. Hier sind die nationalen, auch die internationalen roten Listen natürlich eine ganz andere Nummer. Die werden alle 10 Jahre abgedatet und ich mache sowohl die oder koordiniere sowohl die nationale rote Liste als auch die europäische rote Liste. Ich bin auch also für alle Fische von Portugal bis Russland und bis Saudi-Arabien und sowas zuständig. Kenne also auch die Kriterien, die international angewandt werden, die IUCN-Kriterien, denen Deutschland übrigens im Gegensatz zu vielen anderen Ländern nicht folgt. Vielleicht mit gutem Grund, vielleicht aber auch nicht. Also die roten Listen sollen die Entwicklung von Biodiversität objektiv und transparent widerspiegeln. Das ist nicht ganz trivial, weil natürlich Sie sich vorstellen können, es gibt auch Leute, die profitieren, wenn Arten in einer Liste erscheinen. Ich nehme mal hier ein internationales Beispiel. Den Schneeleoparden kennen Sie sicherlich alle, ne? War ja stark gefährdet. Und da hat man viel Forschung gemacht und während dieser Forschung plötzlich festgestellt, dass der Schneeleopard überhaupt nicht stark gefährdet ist. Es gibt viel mehr Schneeleoparden, als man dachte. Und sie sind auch viel stabiler in ihren Populationen. Was aber natürlich all denen, die mit der Gefährdung des Schneeleopardens Geld verdient haben und Projekte gemacht haben, die sicherlich alles sinnvolle Projekte waren, überhaupt nicht glücklich waren. Und wir erleben es national und international immer wieder, dass hier versucht wird, politisch Einfluss auf diese roten Listen zu nehmen. Dagegen sind wir mit der deutschen Fischliste komplett resistent, kann ich Ihnen sagen. Die deutschen roten Listen werden im Prinzip das Dach des Ganzen ist natürlich das Bundesamt für Naturschutz. Und weil das Bundesamt für Naturschutz sich mit den roten Listen so ein bisschen, sage ich mal, exhaustet hat. In den letzten Jahren hat man ein eigenes Zentrum ausgegründet, das Rote-Liste-Zentrum, welches jetzt die roten Listen koordiniert. Ja, die ersten roten Listen für die Fische zumindest entstanden in den 70ern und man muss definitiv sagen, das war so eine Art Club der Berufenen. Ne? Die haben sich dann mal getroffen irgendwo und haben zusammengesessen und haben besprochen, welche Arten in welche Kategorien eingeordnet werden sollen. Es hat immer wieder, steht natürlich in den Texten, ja, wir folgen den Kriterien so und so, aber wenn man den einstellt, wenn man dann sieht, was eigentlich gemacht wurde, hat man das Gefühl, naja, es hat da zwar einen Text gegeben für Kriterien, aber so richtig ernst genommen hat man das nicht. Die roten Listen sind dadurch, die nationalen roten Listen, schwer in die Kritik gekommen. Und Anfang der 2000er hat Herr Ludwig und sein Team, und wir waren damals mit den Fischen auch schon involviert, diese Bewertungskriterien harmonisiert
und diese Bewertungskriterien auch deutlich transparenter gemacht. Da gibt es eine schöne Arbeit, können Sie sich downloaden von der Webseite des Bundesamtes für Naturschutz. Und der Kern ist wirklich diese Tabelle, wo ich mit einem Prinzip mit drei Datensätzen den Rote-Liste-Status einer beliebigen Art, Pflanze, Pilz, Frosch, Fisch, ganz egal, bewerten, einschätzen kann. Das ist im Wesentlichen die Häufigkeit dieser Art, oftmals ausgedrückt in der Verbreitung, sagen wir mal in einer Rasterfrequenz in Deutschland, ein langzeitiger Populationstrend und ein kurzzeitiger Populationstrend, der hier abgefragt werden. Also das ist so ein bisschen das Ganze grafisch. Also Sie haben die aktuelle Bestandssituation. Viele Taxagruppen gehen wirklich auf Verbreitung. Also eine Art, die überall in jedem Quadranten in Deutschland vorkommt, ist natürlich dann extrem häufig. Während eine Art, die vielleicht nur in einem Quadranten vorkommt, dann extrem selten ist. Wir sind relativ flexibel in den verschiedenen Taxagruppen. Bei den Fischen berücksichtigen wir sowohl die Verbreitung als auch die Abundanz. Das hat gewisse Gründe, weil wir nämlich eine ganze Reihe Fischarten haben, die nur ein sehr, sehr kleines Areal haben. Nehmen wir zum Beispiel mal den Ammerseekilch. Sie ahnen es schon, ein kleiner Fisch, der nur im Ammersee vorkommt, also natürlicherweise nur an einer Stelle. Dieser Ammerseekilch, der war vor 100 Jahren kommerziell wichtige Art, der ist gefischt worden, geräuchert, verkauft. Alle haben sich gefreut, wenn die auf den Tisch kamen. Heute ist der Ammerseekilch so selten, dass er vermutlich schon gar nicht mehr existiert. Also vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren oder sowas, ist nochmal einer gefunden worden. Seitdem hat man keinen mehr gesehen. Aber der kommt natürlich immer noch nur im Ammersee vor. Das heißt, Sie haben einen Punkt, an dem der vorkam und vorkommt. Und aus diesem Grund bewerten wir hier die Häufigkeit von Arten und versuchen in unseren, sage ich mal, Bewertungen die Verbreitung und die Häufigkeit zu integrieren. Dann haben wir den langzeitigen Trend. Der langzeitige Trend finde ich extrem problematisch, weil in diesem langfristigen Trend wir im Prinzip lange zurückschauen. Wenn wir aber lange zurückschauen, haben wir natürlich kein Wissen mehr und keine Daten, sondern am Ende nur noch Anekdoten. Und wir sollen zurückschauen, 100 Jahre, 150 Jahre, das ist so die Vorgabe. Aber Sie wissen natürlich auch, vor 100 oder 150 Jahren war die Welt auch nicht in Ordnung. Und wir hatten auch enorme Umweltprobleme. Und auch bei den Süßwasserfischen wissen wir, auch vor 150 Jahren sind Arten wie die Donaustöre, der Atlantische Stör schon massiv zurückgegangen. Der Maifisch, der schwerpunktmäßig in Deutschland im Rhein vorkam, war vor 100 Jahren schon faktisch ausgestorben aufgrund der Gewässerverschmutzung und Überfischung. Und dann haben wir einen dritten Datensatz, den wir hier abfragen. Das ist der kurzfristige Trend. Dieser kurzfristige Trend soll 10, maximal 25 Jahre zurückgehen. Und da haben wir natürlich Daten und da wissen wir was. Jetzt würde man natürlich denken, solche Sachen, wie kriegt man die raus? Ne? Langfristiger Trend, kurzfristiger Trend, das muss man doch wissen. Ne? Fische, Millionen von Anglern, die fischen irgendwas rum und da werden Daten zusammengetragen und es gibt schon ewige Jahre Verbreitungsatlanten. Man denkt, man muss das easy wissen. Tatsächlich ist Fischerei Ländersache, wie ja Naturschutz übrigens auch. Und die Daten liegen natürlich in den Ländern. Und wir sind immer so vorgegangen, also als wir das vor 10 Jahren gemacht haben und auch als wir das jetzt gemacht haben, wir haben Expertenworkshops in den Bundesländern organisiert. Sie können sich natürlich vorstellen, wenn man so wie ich so ein bisschen aus der Fischforschung kommt, kennt man natürlich die Leute und dann kann man relativ easy einen solchen Workshop organisieren. Da gibt es ein paar politische Constraints, ne? Welche Freiheiten nimmt man den Leuten, gibt man den Leuten? Und dann fragt man im Prinzip während dieser Workshops diese drei Datensätze ab.
Sprich, man fragt nach der Bestandssituation, dem langfristigen Trend und dem kurzfristigen Trend. Und dann eine solche illustre Truppe, die wir mal als Old White Man Dominated einschätzen würden, die diskutiert dann in dieser Truppe, wie häufig ist die Art, wie häufig war die früher. Und Sie können sich leicht vorstellen, da gibt es natürlich Leader in dieser Truppe, Natural Born Talkers oder wie man das bezeichnen möchte. Und die dominieren das sehr stark. Und wenn Sie da einen drin haben, der überzeugt ist, früher war alles besser und die Kormoranen haben alle Fische aufgefressen und der das den ganzen Tag von morgens bis abends erzählt, haben Sie eine andere Einschätzung von diesen Dingen, als wenn Sie da Leute drin haben, die, sagen wir mal, eher der Meinung ist, früher war es genauso wie heute, hat sich eh nichts verändert, alles gleich geblieben und die immer sagen, langfristiger Trend, gleich bleiben, kurzfristiger Trend, gleich bleiben, Häufigkeit, oh ja, gibt es schon genug. Also diese Expertenworkshops sind sicherlich unentbehrlich, aber sie sind auch anfällig für einen Bias. Also prinzipiell sieht es so aus, ne, wie so funktioniert diese Tabelle. Sie schätzen eine Art ein, hier den 150-Jahre-Trend, haben wir mal die Barbe, die wird als mäßig häufig eingeschätzt. Das ist die erste Kategorie, die wir festlegen. Ich gehe jetzt mal hier aus dem Licht. Na, und dann haben wir den 150-Jahre-Trend, das ist ein Flussfisch. Die Flüsse sind ja in Deutschland faktisch alle mehr oder weniger zerstört. Also die hat es natürlich vor 150 Jahren wesentlich häufiger und wesentlich verbreiteter gegeben. Und jetzt hat sich dieser Rückgang aber stabilisiert seit vielen Jahren. Das heißt, die Art ist gleich geblieben in ihrem kurzfristigen Bestandstrend und wird dementsprechend auf der Vorwarnliste gelistet und dort wird sie vor in alle Ewigkeiten bleiben. Wir haben uns natürlich gedacht, als wir die neue rote Liste, als wir da aktiv wurden, wir müssen doch andere Wege finden, um solche simplen Fragen zu beantworten. Ne? Wie ist eine Art verbreitet? Wie häufig ist sie? Wie hat sich der Bestand in den letzten 150 Jahren geändert? Und vor allem, wie haben sich die Populationen in den letzten 15 Jahren geändert? Das finde ich persönlich ja das Wichtigste, weil das, was vor ewigen Jahrzehnten passiert ist, da machen wir sowieso nichts mehr. Aber jetzt aktuelle Entwicklung, das ist doch das, was uns eigentlich interessiert. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gibt es Daten oder müssen wir über diese Expertenworkshops, über die ich so ein bisschen gelästert habe, aber die natürlich wirklich die echten Experten zusammenbringen. Und wenn jemand über diese Tiere was weiß, sind das diese Experten. Und es gibt natürlich einige Ausreißer, aber eigentlich sind die Leute echt kompetent, weil das ist ihr Job, jeden Tag rauszugehen an die Gewässer und. Und das hat sich in den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren auch wesentlich verbessert, denn wir erheben regelmäßig Daten für die Wasserrahmenrichtlinie, das Europäische Water Framework Directive, und wir erheben Daten für Natura 2000. Es gibt eine mehr oder weniger randomly selected number of species von Süßwasserfischen, die für Natura 2000 relevant sind. Und auch die müssen regelmäßig gemonitort werden. Und da gibt es eine Berichtspflicht. Diese Daten liegen im Wesentlichen seit 2004 vor. Also eigentlich der ideale Datensatz, um diesen Datensatz auszuwerten für den kurzzeitigen Trend der roten Liste Fische. Ja, und dann haben wir es ja schon geahnt, ne? Die Fischdaten liegen natürlich bei den Bundesländern und ich kenne ja die Jungs und Mädels bei den Bundesländern auch schon viele Jahre und dementsprechend haben wir ein kleines Projekt eingeworben über das Bundesamt für Naturschutz. Wir haben jemand eingestellt, ein Jahr, eine halbe Stelle und diese Person hat im Prinzip 6 Monate nur damit zugebracht, diese Daten zu akquirieren und zu harmonisieren. Das ist ja kein böser Wille in den Bundesländern, sondern die Leute haben einfach keine Zeit. Die haben 1000 Dinge an der Backe und wenn dann irgendwelche Leute von irgendwelchen Instituten, egal wie viele Biere man mit denen in seiner Jugend mal getrunken hat, kommen und sagen, ja, wir bräuchten mal eure Daten. Das möchten die gerne, die möchten uns die gerne geben. Und manche Bundesländer hatten die auch parat und sagten, hier, patsch, nächste Woche habt ihr die und es war auch so.
Der Regelfall ist aber, nochmal anfragen, nochmal einen Datenstandard formulieren, was wollen wir? Und dann müssen natürlich die Kollegen das da einfügen und. Die Bundesländer waren generell willig. Also außer Baden-Württemberg haben uns alle Bundesländer Daten gegeben. Baden-Württemberg hat von vornherein kategorisch abgelehnt, hat also gesagt, wir werten unsere Daten selber aus. Was auf Bundesebene passiert, interessiert uns überhaupt nicht. Dennoch waren wir beim Workshop willkommen. Alle anderen Bundesländer haben Daten geliefert, aber es war ein echter Effort, das zu begleiten und zu verfolgen. Für Fische werden Daten standardisiert erhoben mittels Elektrofischerei. Das wissen Sie wahrscheinlich nicht. Das ist wirklich eine tolle Sache. Also wir sind nicht auf Daten angewiesen, die irgendwelche, sage ich mal, negativ Citizen Scientists durch Zufall vielleicht mal einen toten Fisch am Ufer finden oder irgendwelche Angler, die kaum in der Lage sind, die Fische zu bestimmen, die irgendwie mal zufällig melden. Nein, die Fischdaten werden professionell erhoben, flächenstandardisiert, methodenstandardisiert. Das ist ja wirklich top. Also normalerweise werden 100 Meter Uferstrecke befischt oder mehrmals 100 Meter und dann wird es auf 100 Meter runtergerechnet. Hier werden die Individuen gezählt, die Arten bestimmt und natürlich werden die oftmals auch gemessen. Die Methode der Elektrofischerei ist natürlich umstritten. Es gibt ja keine Methode in der Biodiversitätserhebung, die unumstritten und perfekt objektiv ist. Die ist selektiv. Hängt stark von den Bedingungen vor Ort ab. Sie können sich das leicht vorstellen. Ne? Sie gehen immer am gleichen Tag zur gleichen Stelle mit dem gleichen Team, dem gleichen Gerät. Aber der Wasserstand ist natürlich nicht der gleiche an dieser Stelle. Und dementsprechend ist es immer so ein bisschen tricky. Aber eigentlich sind die Daten wirklich top. Wir haben dann versucht, etliche Bundesländer haben diese Daten in Multibase, bereiten die auf. Das scheint so ein bisschen der Standard zu werden. Wir haben dann natürlich diese Daten harmonisiert. Das erstmal ist eine taxonomische Harmonisierung. Manche Bundesländer schreiben da den deutschen Namen rein, andere Bundesländer schreiben da den lateinischen Namen rein. Manche Bundesländer haben nach wie vor Probleme, ein bisschen rauszukriegen, um welche Arten es sich denn nach der neuesten Nomenklatur handelt. Das ist etwas, das darf man nicht unterschätzen. Fische sind eine kleine Gruppe, 120 Arten oder sowas. Die taxonomischen Herausforderungen im Rahmen der, sage ich mal, molekularen taxonomischen Revolution sind enorm. Wir haben etliche neu beschriebene Arten aus der Region. Wir haben irgendwelche blöden Neozoen, die aus China kommen, wo wir überhaupt nicht rauskriegen können, wie die wirklich heißen, weil es da in China 30 verschiedene gibt, die kein Mensch bestimmen kann. Und. Und natürlich, nicht alle Länder haben das perfekt so ausgefüllt, wie wir das haben wollten. Auch die Verwendung verschiedenster Koordinatensysteme ist eine Riesenherausforderung gewesen. Also Sie können sich vorstellen, mit was wir uns da ein halbes Jahr lang beschäftigt haben. Und wir müssen natürlich auch sehen, wir haben das letztes Jahr abgefragt für die Rote Liste, die jetzt hoffentlich dieses Jahr erscheinen wird. Wenn wir in 10 Jahren wieder eine Rote Liste machen, dann werden wir das natürlich ganz genauso wieder machen müssen. Weil die Bundesländer ändern natürlich, die standardisieren ihren Dateneingabe natürlich nicht, sondern die machen natürlich so weiter, wie sie bisher gemacht haben. Jetzt übergebe ich mal an den Martin, der Ihnen so ein bisschen was hoffentlich erzählen kann, wie wir damit weitergemacht haben. Vielen Dank. Also gut, dann guten Morgen von meiner Seite. Vielen Dank, Jörg, für diesen super spannenden Vortrag. Ich werde jetzt so ein bisschen noch dazu sagen, wie quasi die Daten, die quasi Jörg und damals Sandra Heinze zusammengetragen haben, sich dann irgendwann mit NFDI for Biodiversity zu tun haben. Wir sehen schon, die Hähne des neuen Auges, die fressen sich an den Daten so ein bisschen fest. Also die Ausgangslage war ja relativ simpel. Jörg hat das ja gerade relativ deutlich beschrieben gehabt. Wir hatten bei allen Bundesländern mehr oder weniger angefragt. Ich habe hier oben die drei Bundesländer, die sind explizit, die sind explizit auch Use Cases bei uns, darum sind die oben nochmal einzeln. Wir hatten die ganzen anderen Bundesländer, die Daten relativ simpel geliefert hatten. Wir haben dann hier unten
Rheinland-Pfalz und Bayern mit gestrichelter Linie, dazu komme ich später. Und wir hatten, wie gesagt, Baden-Württemberg, die halt unter sich bleiben wollten. Achso, ich sollte das hier noch ausblenden. Moment. Kann ich das hier? Die quasi unter sich bleiben wollten. Und im Endeffekt hatten wir einen Datensatz, also einen kompletten Datensatz von den Bundesländern bekommen, der ungefähr 250.000 Einträge umfasst hat, ca. 15.000 Messstellen über ganz Deutschland und der im Endeffekt, Jörg meinte von 2004 bis 2020, genau das waren die Daten, die wir nachher ausgewertet haben, aber der komplette Datensatz hat von 1901 bis 2020, also wir hatten tatsächlich einzelne Stellen oben in der, ich glaube, das ist die Elbemündung, wo zum Beispiel Hamburg hatte da Daten geliefert, Niedersachsen oder Hamburg? Jedenfalls gibt es einen Datensatz, wo quasi seit 1900 relativ standardisiert an einer Stelle immer wieder Daten erhoben wurden. Auch sehr spannend. Das Hauptziel war, wie gesagt, diese rote Liste. Und genau, wir konnten im Endeffekt quasi Auswertungen machen für diese rote Liste, für einige Arten, für die sehr gute Daten vorlagen. Und das Spannende hier ist, Jörg hat es erwähnt gehabt, wir hatten diese Expertenworkshops und wie Jörg auch gesagt hat, diese Experten, die waren halt unfassbar kompetent, einfach darin Arten einzuschätzen, besonders darin Arten einzuschätzen, die quasi ohnehin schon bedroht sind oder die quasi selten sind oder auch Arten, die weniger häufig waren und mehr geworden sind. Aber was wir mit den Daten quasi im Endeffekt zeigen konnten, war, dass es zum Beispiel, also hier ganz kurz die rote Liste, das ist die Esche hier vorne, die auf der roten Liste abgebildet ist, das ist dieser typische Fisch, was Jörg auch meinte, wo halt immer diese Diskussion ist, dass der Kormoran und so weiter und Flüsse verbaut und so, die quasi die Bestände reduzieren. Auch unsere Daten haben natürlich gezeigt, die Bestände nehmen ab, ganz klar. Das haben auch die Experten zum Beispiel sehr gut eingeschätzt, das wussten die alle. Was halt schwieriger war, sind diese beiden anderen Arten, die ich hier zeige, das ist die Brasse, kann jetzt nicht weder weggehen noch, ist die Brasse da oben rechts und darunter ist der Kaulbarsch. Das sind Arten, die eigentlich relativ häufig sind, wo man dann aber einfach merkt, dass zum Beispiel Arten, die häufig sind, sind einfach auch heutzutage noch häufig. Das heißt, wenn ich einen Fang habe, dann sind da, ob da 1000 Brassen drin sind bei dem Fang oder ob da 900 drin sind, die sind häufig. Und das fällt halt einem Experten dann schwieriger auf, was wir natürlich aber mit unseren Daten einfach schön zeigen konnten, dass auch diese häufigen Arten weniger werden. Genau, ganz spannend ist eben auch noch diese invasiven Arten, die Jörg kurz angesprochen hatte. Unten ist diese Schwarzmundgrunde, eben die, ist die aus China, Jörg? Genau, die quasi bei uns eingewandert ist in den letzten Jahren und man sieht einfach diese Bestandstrends, also unten dieses untere Panel sind invasive Arten, die meisten invasiven Arten einfach in den Beständen quasi stark zugenommen haben und explodiert sind bei uns. Das Schöne ist aber, wie gesagt, diese ganze Arbeit, die wir da gemacht wurde, diesen Datensatz zusammenzutragen, die war super, was Jörg meinte, in 10 Jahren stehen wir wieder vor demselben Problem, sehr wahrscheinlich vielleicht noch, wenn es nicht vielleicht NFDI hinbekommt, mal gucken. Wir konnten uns aber dadurch, dass wir da halt quasi involviert waren, haben wir uns natürlich gedacht, das kann halt nicht sein. Dieser Datensatz ist jetzt einmal zusammengetragen, ausgewertet und dann, bam, ist er wieder weg. Das passiert tatsächlich sonst regelmäßig oder auch mit anderen Gruppen passiert das, dass Datensätze zusammengetragen werden, dann werden irgendwelche Atlanten gemacht und dann verschwinden die Daten wieder oder müssen sogar wieder vernichtet werden quasi oder auseinander. Wir haben uns gedacht, nein, wir gehen eine zweite Runde, wir fragen die Bundesländer, hey, wie sieht's aus? Wir haben jetzt einen super tollen Datensatz, wir haben den harmonisiert, wir haben das passt alles und so, das sieht schick aus, wie sieht's aus, wollt ihr den veröffentlichen oder können wir den veröffentlichen, können wir eine Datenpublikation schreiben mit euch zusammen? Und da seht ihr unten schon jetzt diese Karte, das ist quasi der Datensatz, den wir im Endeffekt publizieren dürfen und darum ist auch Rheinland-Pfalz und Bayern hier gestrichelt, weil, also Baden-Württemberg und so, die haben so gesagt, nein, auf keinen Fall, also sie haben keine Daten gegeben und auch keine Publikationen und so. Bayern hat dann auch gesagt, nee, du, rote Liste, ja, aber nee, nicht publizieren. Und Rheinland-Pfalz war dann tatsächlich so, die waren im ersten Anlauf für die Rote Liste, das musste dann noch relativ zügig gehen, die waren nicht harmonisierbar. Wir hatten uns dann nachher nochmal den Aufwand gemacht und haben die tatsächlich noch sehr viel Aufwand tatsächlich dazu gebracht, dass sie dazu gepasst hätten. Da hat dann aber, die haben dann im Endeffekt gesagt, naja, wir sind uns einfach nicht sicher, was da drin ist. Nee, könnt ihr nicht publizieren und so. Naja, im Endeffekt haben wir jetzt es geschafft, dass wir einen mittel- und norddeutschen Datensatz für Fischverbreitung publizieren dürfen. Das heißt, der ist gerade archiviert, darum auch das Forschungsmuseum König hier als Partner bei uns in NFDI. Da sind wir gerade dabei, diesen Datensatz dort abzulegen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Jetzt hatte ich mich gerade gewundert. Genau, der liegt nämlich beim Forschungsmuseum König. Und das Spannende ist, wir haben einen weiteren Use Case bei uns. Und das ist die GFI, die Gesellschaft für Ichthyologie in Deutschland, die halt auch einen Fischartenatlas betreibt. Das heißt, die vertreiben, die haben ein Visualisierungsportal für Vorkommensdaten, für Deutschland und Österreich. Und die haben aber nie
quasi Zugang bekommen zu diesen Monitoring-Daten. Das heißt, die beziehen hauptsächlich ihre Daten aus historischen Quellen, aus Büchern und grauer Literatur und so weiter und so fort. Und die waren natürlich auch, sind immer ganz heiß auf diesen Daten. Das Schöne ist, die haben ihre Daten tatsächlich auch beim Forschungsmuseum König archiviert. Und wir haben uns dann gedacht, Mensch, das ist doch clever. So ein Datensatz bei uns Partner, Forschungsmuseum König, den legen wir auch da ab. Und dann hat quasi die GFI und kriegen halt alle Zugriff darauf und können den direkt nutzen. Das war schon mal der erste sehr schöne Mehrwert. Und wir sind, wie gesagt, gerade dabei, diesen Datensatz, also ich bin gerade in der finalen Kommunikation mit den Bundesländern, dass wir den da endgültig ablegen und öffentlich machen können. Genau, aber dann natürlich auch noch, wir haben so einen tollen Datensatz, was machen wir weiter damit? Ich bin kein Taxonom wie Jörg, ich bin eher so Gewässerökologe, mich interessieren so eine ökologischen Fragen auch und bin gerade dabei, noch weitere Analysen zu machen. Einfach, wir haben jetzt diesen tollen Datensatz, wir können den nutzen, wir gucken jetzt gerade noch ein bisschen nach Traits. Quasi gibt es bestimmte Verhaltens-, Merkmalsausprägungen, die dafür erklären, dass bestimmte Arten zu- oder abnehmen halt mit diesem Datensatz. Also das wird jetzt auch noch, geht in Richtung einer wissenschaftlichen Publikation natürlich. Wir müssen den Datensatz noch weiter auswerten. Wir haben die Daten auch in NFDI genutzt für unseren Visualisierungsdemonstrator. Das heißt, die sind zusammen mit den Libellendaten dort dargestellt worden als Beispieldatensatz, weil es eben einfach mal einen Datensatz gab, einen zusammenhängenden Datensatz für Deutschland, den man eben mit den Fischen das erste Mal, den man da eben wunderbar als Beispiel nehmen konnte, der auch entsprechend gut aufbereitet war. Ich habe ein kleines Studienprojekt gemacht, das war ganz witzig. Jetzt hatten wir diese Daten vorliegen und ich habe diese Daten, Jörg hat das vorhin gesagt, da ist ein Typo drin, Anglerdaten soll das heißen. Ich habe mir den Spaß mal gemacht, es gibt eine App, die nennt sich Alle Angeln. Da seht ihr das rechts, Alle Angeln, und da tragen die Leute, die Angler, die Fische fangen, die schreiben das da rein und machen ein Foto und sagen, hier, ich habe den Fisch da und da gefangen. Und ich hatte mit einem Studienprojekt zusammen mit Francis Koppenhagen von der TU Dresden, haben wir da mal geschaut. Ich habe die App angefragt, habe gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Schickt ihr uns die Daten mal rüber, können wir uns die mal angucken und so. Haben gesagt, ja, machen wir, wenn ihr uns dann halt nennt. Und hier ist einfach nur mal ein Beispiel für den Sonnenbarsch. Sonnenbarsch ist auch eine invasive Art bei uns in Deutschland, die halt immer häufiger sich auch verbreitet. Und hier seht ihr einfach auf der linken Seite quasi das Bild von den Monitoring-Daten. Ihr seht schon, hier sind die Bayern-Daten noch mit drin in diesem Datensatz. Kommen wir später noch zu, oder sagen wir, reinigen wir noch, aber man sieht halt die Verbreitung basierend auf den Monitoring-Daten auf der linken Seite und wir sehen die Verbreitung basierend auf den App-Daten von den Anglern auf der rechten Seite und man sieht einfach sehr schön, also das liegt natürlich auch einfach an Monitoring an sich, weil zum Beispiel das Wasserrahmenrichtlinie-Monitoring, das berücksichtigt keine kleinen Standgewässer und so weiter und keine kleinen Flüsse und so weiter oder keine, ja, hauptsächlich kleine Standgewässer hier in dem Punkt und Angler gehen tatsächlich zu diesen kleinen Gewässern und gehen da angeln und fangen einen Sonnenbarsch und freuen sich und denken, guck mal, bunter Fisch gibt es bei uns sonst nicht und ist doch cool. Und dadurch kriegen wir natürlich eine schöne, die Flächendeckung ist einfach anders so. War einfach sehr spannend, mal in diesem kleinen Projekt das hier so ein bisschen sich anzugucken und das verfolgen wir noch ein bisschen weiter. Aber diese Möglichkeiten haben wir jetzt eigentlich erst, seit wir halt diesen Daten da zusammengetragen haben und den öffentlich oder den nutzen können auch. Ganz spannend, jetzt auch ganz aktuell den NFDI, und da gab es gestern auch das Poster davon. Wir werden diesen Datensatz auch nutzen, einfach weil er jetzt da ist. Es wird gerade ein AIR-Paket entwickelt mit diesen Flex-Funds, die wir in NFDI for Biodiversity ausgeschrieben hatten, hat sich das IGB ja beworben für dieses Hydrographer-AIR-Paket, was einfach explizit ein AIR-Paket ist, um AIR-Funktionen zusammenzufassen, die halt in der süßwasserökologischen Forschung oder Modellierung oft gebraucht werden. Da sind solche einfachen Sachen, wie wir hatten vorhin, Jörg hat das gesagt, mit den Koordinaten und so, die geben halt, dass man Koordinaten auf ein gewisses Flussnetz snappen kann. Snappen heißt in dem Fall, die Koordinate ist nicht direkt, also der Punkt von der Messung ist nicht direkt auf einem Flussnetz. Und das macht tatsächlich bei Analysen echte Probleme. Und dann gibt es aber so schöne Funktionen, die das dann einfach so pupp, rüberschieben und dann ist es auf dem Flussnetz drauf und so. Und das wird halt in Hydrographer gerade zusammen mit Sami Domisch und Vanessa Bremerich quasi das Paket entwickeln. Und dann nutzen wir diesen Datensatz als Testdatensatz und gucken, da kann man super schöne Sachen nachher auch berechnen, quasi die Flussaufwärtskonnektivität von bestimmten Punkten. Also was geht flussaufwärts, zum Beispiel an Landnutzung, was beeinflusst diesen Punkt oder wie ändern Fische über die Jahre ihre Höhenlage, also wandern die bergauf oder bergab und so weiter und so fort. Da freue ich mich wirklich drauf, das wird super. Und dann haben wir mit diesen Daten das auch noch in NFDI, was wir auch ganz, was ich super schön finde, was ich jetzt hoffentlich gleich funktioniert, weil ich gleich in den Browser wechseln muss. Wir haben zusammen mit dem IFL, mit Jana Moser und Robert Köpke, eine Data Story wurde erstellt. Und das ist einfach wunderschön und ich versuche das jetzt einfach, oh Gott, euch zu zeigen. Und genau, zusammen mit dem IFL, also dem Institut für Länderkunde, also Visualisierungsexperten in dem Fall, also Robert Köpke und Jana Moser, konnten wir halt jetzt, haben wir eine Datenstory erstellt, die eben basierend
auf diese rote Liste-Auswertung und eben noch weiteren Informationen. Das sieht dann im Endeffekt die auch auf die Webseite, also früher oder später kommt sowas dann auch auf die Webseite, wo wir einfach zeigen, was wir mit unseren Daten machen. Genau. Das Schöne ist einfach, es können verschiedene Informationen dann hier jetzt eingepackt werden und zum Beispiel, wenn man einfach so beim Drüberscrollen, sieht man jetzt hier die Deutschlandkarte und dann kommt irgendwann, sieht man die, hoffentlich lädt das jetzt in dem Browser hier. Oh, Robert hat es gesagt. Ach nee, genau, es gibt Informationen, jetzt kommen die Messstellen dazu, also wo wir quasi Messstellen gesehen haben, das können wir dann alles erklären, was es für Messstellen gab und warum und das haben wir, also was wir gemacht haben. Dann kann man aber auch noch zusätzlich hier eben Infos mit reinbinden, eben über diese Elektrofischerei, was Jörg auch erwähnt hatte, kann man Infos darüber geben, wie solche Daten erhoben werden, wie sowas aussieht. Also so sieht tatsächlich so ein Elektrofischereieinsatz dann tatsächlich aus. Also Leute, hier vorne, ich weiß gerade gar nicht wer, irgendeiner hat Strom von denen oder sogar zwei in dem Fall, die betäuben die Fische und die anderen cachern die ein, die dann hochkommen und so weiter und so fort. So sieht das tatsächlich dann in der Praxis aus. Man kann dann dazu aus Informationen noch geben, wie so eine Beprobung aussieht. Genau. Wie werden die Proben genommen? Also alles auch sehr schön interaktiv und sehr schön anzusehen und zum Mitmachen sozusagen. Und dann gibt es Informationen zu den einzelnen Fischarten, hier eben die Brasse. Und in der Story geht es halt um Brasse und Esche. Die Verbreitung der Brasse nochmal einzeln. Dann aber auch die Esche. Was zeichnet eine Esche zum Beispiel aus? Das haben wir jetzt gerade ausgewählt, weil die beiden einen relativ ähnlichen negativen Trend haben. Darum und die eigentlich aber quasi Naturschutzbemühungen hauptsächlich natürlich die Esche im Vordergrund steht, aber die Brasse hat eben auch einen negativen Trend und ist natürlich, also ist eigentlich ein spannendes Thema. Genau. Und genau hier dann die Kurzzeittrends. Was man dann aber auch noch machen kann, halt sind diese, zum Beispiel diese Gefährdungsursachen, Rückgang durch Veränderungen. In dem Fall, wie gesagt, der Kormoran ist ja immer ein beliebtes Thema. Wir konnten jetzt hier, weil das IFL ja auch viel mit dem, also das Ding ist noch nicht online hier offiziell, was wir dann mit dem, das IFL hat ja auch das Ornitho-Portal zum Beispiel aufgebaut, also wir können dann auch, konnten dann auch zeigen, eben zum Beispiel Verbreitung von Kormoranen in Deutschland noch mit dazu visualisieren und hier ist jetzt noch, das ist jetzt ein bisschen gequetscht gerade, aber das sind, wo es Dämme in Deutschland gibt zum Beispiel. Also man kann einfach mit dieser Story, die wir, also mit den Daten, die wir gemacht haben, die wir ausgewertet haben, man kann einfach auf so einer Data-Story ganz viele andere Informationen noch mitliefern, die natürlich auch für eine Community interessant sind. Ich meine, das ist jetzt hier hauptsächlich auf Ökologen zugeschnitten, aber das kann man natürlich auch auf alle anderen Zielgruppen zuschneiden, solche Data-Stories. Genau. Jetzt müsste ich nochmal zurück in meine Präsentation. Das Wichtige ist, also warum das so toll ist, dass wir so viele Partner haben, weil das, was wir hinbekommen, das, wenn wir es alleine machen würden, sieht es nur so aus. Tut mir leid, es hat unglaublich fast mal lange gedauert für diesen Effekt, aber das war's. Leute, tut mir leid.